Hallo liebe Handwerkerfreunde, ich habe zu Hause festgestellt, dass mein Werkzeugkoffer ziemlich schlecht ausgestattet ist. Daher bin ich heute bei Villers an der Nadosser Straße in Oldenburg, weil bei 130 Jahren Erfahrung sollten die wohl am besten wissen, was ich brauche. So, da vorne ist schon jemand, der sieht kompetent aus. Carsten, ich möchte ein bisschen Heimwerkerarbeiten machen. Was ist das Erste, was ich als Heimwerkerkönig brauche? Ich denke mal Schutzkleidung, oder? So, hier ist jetzt das Modeparadies für Herren, was? Absolut richtig, genau richtig. Hier haben wir Schutzkleidung, wir haben auch Mauerwerkzeug und natürlich auch Arbeitsschuhe, gar keine Frage. Gib immer eine 50er, die kann ruhig ein bisschen baggy sitzen, ein bisschen weiter. Jetzt muss auch mal die Kamera aus hier. Stopp, Mann! Wie viel Gramm jetzt die Schuhe? 470 Gramm pro Schuh. Also ist das beim Heimwerken wie bei den Profifußballern, die müssen möglichst leicht zu Fuß sein, ja? Absolut. Ja, je schneller kannst du arbeiten. So, ich bin perfekt ausgestattet, fühlt sich alles ein bisschen komisch an, aber ziemlich sicher. Und ich lasse mir von Carsten jetzt mal zeigen, was alles in den Werkzeugkoffer gehört, damit ich zu Hause auch mit dieser Montur loslegen kann. Christoph, ich fühle mich ein bisschen wie bei den Village People. Das reicht jetzt auch, komm, lass den Scheiß. Hä? Was ist jetzt mit dem Koffer? Ja, Werkzeugkoffer musst du haben. Nur da passt. Das ist doch ein Aktenkoffer und kein Werkzeugkoffer. Ja, pass mal auf. Junge, Junge, da kommt mein Werkzeug, wird dann da so reingesteckt. Und den machen wir jetzt voll. Einer der besten Schraubendreher überhaupt. Das liegt griffig in der Hand. Auch wenn du nasse Hände hast, kannst du wunderbar mit arbeiten. Oh, der liegt aber griffig in der Hand. Ja, das ist. Das ist ein richtiger Handschmeichler. Na, sowas. Kreuzschlitz ist eigentlich das, was heutzutage am meisten mitverarbeitet wird. Gibt es einen Grund? Es ist greifbarer. Wenn du jetzt also einen Schlitzschraubendreher nimmst, ich zeige dir mal einen, du kannst viel schneller abrutschen. Ja. Und bei Kreuz hast du halt ein Doppelkreuz, wie das jetzt hier sichtbar ist. Und die Gefahr, dass du überdrehst, ist einfach nicht mehr. So, sag mal, kann man eigentlich auch zu viel Werkzeug haben? Nee, kannst du nicht haben. Zu viel Werkzeug geht gar nicht. Christoph, guck mal hier. Das sind mal Nüsse. Oh, yeah. Keine Angst, wir sind nicht in einer Kochsendung gelandet, sondern wir sind in Marks Heimwerkerstudio. Marc, womit geht's los? Wir fangen jetzt mal mit dem Akkuschrauber an. Eigentlich ein Allrounder für alles Mögliche. Und wir bohren jetzt einfach mal ein schönes großes Loch. Okay, was brauche ich noch zu Hause? Eine vernünftige Stichsäge. Eine Stichsäge, was mache ich damit? Sägen. Sägen, okay. Ratzfatz hast du deine Küchenarbeitsplatte durch und kannst deine Waschbecken einsetzen. Oh, das habe ich schon oft gemacht, das ist meistens schief geworden. Das glaube ich dir. Er hat gerade gesagt, ich kann mit dem Akku der Stichsäge auch Radio hören. Und das zeigt er mir, weil ich brauche Musik zum Arbeiten. Du hast gesagt, das kommt hier hinten rein. Musik an und jetzt muss er auch mit mir tanzen. Du hast aber schon das ein oder andere Werkzeug zu Hause, oder? Ich könnte eine ganze Baustelle ausstatten. Verbringst du mehr Zeit in der Werkstatt oder mit deiner Freundin? Ah, das verrate ich nicht. Ja? Das hat aber lange gedauert jetzt mit der Antwort. Na gut, ist mehr Zeit mit der Freundin. Ja, das halten wir mal so fest. Ich habe alles bekommen, was ich für mein Bauprojekt zu Hause brauche. Und wenn Sie am Wochenende oder nach Feierabend mal hämmern oder dümmeln müssen, bekommen Sie hier am 24-Stunden-Automat von Villers alles, was Sie dazu benötigen. Christoph, wir müssen jetzt ganz schnell gehen.